Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3 in der Enhanced Edition. Und so hält es schon ganz langweilig. Im letzten Part waren wir eigentlich auf dem Weg nach Morasul, wenn ich mich noch recht entsinne. Müssen wir mal auf die Map gucken. Genau, das war eigentlich unser Ziel, aber auf dem Weg dorthin sind wir mal eben so, ja, Saturas über den Weg gelaufen. Alter Kollege, kennen wir noch aus Gothic 2 und ja, steht hier und bereitet so einen Angriff auf die Orks vor. Ich muss jetzt mal gucken, haben wir alles mit ihm geschnackt? Wo ist der Artefakt? Nee, wo ist das Artefakt? Wo ist der Artefakt, Mann? Ich bin doch nicht wach, ihr seht das schon. Bring mir was über alte Magie bei. Ich will den Weg der Natur beschreiten. Ich will den Weg des Wissens beschreiten. Gewährt mir Lebenskraft, gewährt mir magische Kraft, gewährt mir Ausdauer. Wo ist das Artefakt im Tempel? Das können wir nochmal fragen. Wo ist das Artefakt? Im Tempel? Natürlich. Und habt ihr den Tempel schon geöffnet? Wir haben herausgefunden, dass du 5 Schlüssel brauchst, um den Tempel zu öffnen? Richtig. Einen der Schlüssel habe ich bereits besorgt. Und die anderen? Die haben hoffentlich das letzte Jahrtausend unbeschadet überstanden. Dann werde ich sie mal suchen. Irgendwelche Hinweise? Ich habe auf dieser Karte einige Stellen markiert. Es sind Berechnungen anhand des Fundorts des ersten Schlüssels. In 1000 Jahren kann viel passieren. Also erwarte nicht zu viel davon. Ja, cool, alles klar. Gut, was passiert, wenn ich den Tempel öffne? Was passiert, wenn ich den Tempel öffne? Als vor 1000 Jahren die große Flut über das Land hereinbrach, versteckten sich viele im Tempel. Der Tempel überdauerte, eingeschlossen vom Wasser. Da kam niemand mehr raus. Ich vermute, dass durch die starke Magie die Skelette erweckt werden. Also nimm dir besser eine dicke Axt mit. Oder frag mal Myxia nach dem Artefakt der Totenwächter. Er hat da was erzählt. Vielleicht kann er dir helfen. Wir wissen auf jeden Fall inzwischen, dass Pfeile nicht sehr hilfreich sind gegen Skelette. Die fliegen da einfach so durch das Gerippe so durch, ne? Voll scheiße. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Wo hast du den Schlüssel gefunden? Ganz in der Nähe, in einer steinernen Truhe. Wir befinden uns hier im Viertel der Priester. Wie unschwer an der Architektur zu erkennen ist. Die Inschriften und Artefakte, die wir fanden, deuten darauf. Alles klar. Okay, dann ich gehe erstmal weiter, ne, weil ich bin noch nicht so weit, deine Schlüssel zu suchen. Aber wir behalten das im Hinterkopf, ne? Keine Sorge. Wir gucken uns aber jetzt, wo wir dann schon mal da sind, auch mal so ganz grob um. Wir sind ja eigentlich nur weggerannt vor Gegnern. Da hinten stehen noch ein paar Leute, weil wenn wir jetzt schon mal hier in dem Lager sind, dann können wir ja auch mit allen quatschen, die hier so rumstehen. Moin, wer ist denn noch so hier? Wer bist du denn? Myxia! Vorsicht, nichts anfassen. Schon gut, ich pass auf. Ich habe Stunden damit verbracht, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Du glaubst gar nicht, wie viele alte Steintafeln und Artefakte wir finden und wie aufwendig es ist, alles zu sortieren. Aber jetzt habe ich den Durchblick. Okay. Wegen dieser alten Artefakte. Wegen dieser alten Artefakte. Ja, ja. Das meiste ist unnützer Tand. Kochrezepte und Liebesbriefe, sowas halt. Hier. Oh Schenkel in vollem Saft. Ein Liebesbrief? Ein Kochrezept. Es ist alt, aber kein nützliches. Hätte jetzt auch eher so ein, naja, irgendwas Pornografisches sein können, ne? Was ist mit den Artefakten der Totenwächter? Was ist mit dem Artefakt der Totenwächter? Totenwächter. Er müsste unter AV37 liegen. Ach hier. Ich zitiere. Und Yarogol, der Wächter, stieg hinab in die Gruft. Komm zur Sache. Hier ist es. Trug er sein Artefakt. Gesegnet mit der Kraft des Lichtes und des Lebens und gab denen Ruhe, die keine Ruhe fanden. Und was soll das jetzt heißen? Ich schätze, es wird sich um etwas handeln, das dir bestimmt nützlich sein wird. Das klingt wohl. Erzähl mir vom nützlichen alten Wissen. Das alte Wissen ist der Schlüssel zur alten Magie. Ohne dieses Wissen wirst du nicht in der Lage sein, die alten Sprüche zu lernen. Schrifttafeln, Artefakte, Inschriften, überall kann nützliches Wissen versteckt sein. Hier, diese Tafeln kann ich dir geben. 2 Steintafeln, sehr gut. Kannst du mir etwas beibringen? Ja, es ist mir gelungen, einige Zauberformeln zu entziffern. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Oh, kein Stress, ne? Was hast du denn noch? Weißt du was über den 5. Tempel? Weißt du was über den 5. Tempel? Ah, der Verschollene. AT-13. Ich habe alle Informationen dazu zusammengetragen. Bitte die Kurzversion. Gut.
Wir glauben, es gibt 5 Tempel und in jedem liegt ein Artefakt. Richtig? Ja. So sollte es auch sein. So war es aber nicht. Das letzte Artefakt, ein Ring, ist niemals im Tempel gelandet. Zum Glück für uns, denn sonst wäre diese ganze Geschichte schnell zu Ende. Wo ist dieser Ring dann? Lass mich dazu eine weitere Textstelle zitieren. Oh, Tim, schieb mal los, ne? Er aber ging nicht zum Tempel. Und seine Schritte führten ihn weit weg aus dem Land seiner Väter. Heißt das, er ist nach Norden gegangen? Das ist anzunehmen. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Oh, alles klar. Zeig mir deine Ware. Welche Fähigkeit verleiht der Ring der Magie? Welche Fähigkeiten verleiht der Ring der Magie? Die Sache liegt etwa 1000 Jahre zurück und unsere Aufzeichnungen sind spärlich. Wahrscheinlich verleiht er seinem Träger magische Fähigkeiten. Hätte man jetzt irgendwie erwarten können, ne? Wo soll ich den Ring denn suchen? Wo soll ich den Ring suchen? Such ihn im Norden. Vielleicht haben die Feuermagier noch Aufzeichnungen. Die Tempel der Feuermagier sind zerstört. Auch das Kloster in Nordmar? Dort haben sie doch eine Bibliothek. Das ist am anderen Ende der Welt. Ja, es ist ein gutes Stück zu laufen, aber du musst ja nicht sofort dorthin. Ja, auch wieder wahr, ne? Alles klar, danke, danke. Kann ich hier noch altes Wissen lesen, lernen? Mal gucken. Uninteressant. Das siehst du. War wieder ein Liebesbrief oder von irgendwelchen saftigen Schenkeln, ne? Kennt man ja. Kennt man ja. Ich hätte das eher als Pornografie eingeordnet, aber es passt schon. Das passt schon. So, jetzt haben wir hier eine Heulwurzel, die nehmen wir noch mit. Ich habe das Gefühl, hier in diesem Tempelbereich wird immer der gleiche Track aus dem Soundtrack einfach repeated. Das ist immer diese Frau, die... Das ist ein gutes Ding, aber... Also, ich weiß nicht, wie es bei euch auf YouTube ist. Für mich persönlich jetzt in den Kopfhörern ist es, wenn ich dann den Leuten zuhören will, schon zu laut von der Musik her. Aber gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob das... Das kommt da immer ein bisschen anders an, ne? Wir pennen jetzt erstmal bis zum Morgen. Und ich würde sagen, wir setzen dann auch erstmal unseren Weg fort. Weiter in Richtung von... Morasul. Das soll nämlich jetzt erstmal unser nächstes Ziel sein. Ui, oh, ich hoffe, wir brechen uns nicht die Beine. Nee, läuft. Wer ist hier noch? Bist du einfach nur eine Nomade? Was willst du? Was willst du? Nichts. Ich will nach Morasul. Wutras, was erzählst du noch so? Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innosvolkes. Was auch immer sie finden werden, es wird Tod bringen. Okay, was hast du vor? Was hast du vor? Satoras sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Okay. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Geil. Okay. Wir müssen die Orks aufhalten. Wir müssen die Orks aufhalten. Gut. Ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Alles klar. Benachrichtige die Nomaden bei Al-Shedim. Okay, ich weiß nicht mehr, wo das ist, aber auch das werden wir noch finden. Es gibt also noch mehr Orte. Nomade, alles klar. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wo ist denn Al-Shedim? Hier ist noch Morasul. Warum ist er eigentlich... Ach, das bin ich. Ich dachte, warum ist denn da ein Mauszeiger? Aber das ist der... Da bist du Zeiger. Al-Shedim. Kommt wohl zwischendrin noch so ein kleiner Ort. Und danach geht es erstmal nach Ishtar. Ishtar kommen wir erst hin, wenn eine gewisse... Grundfreude der Assassinen vorhanden ist, aber ich denke, das kriegen wir wohl, das haben wir wohl erreicht, wenn wir in all den anderen Ortschaften uns gut verdient gemacht und Nütze gemacht haben, dann wird das wohl klappen. So, ist das jetzt der Weg? Ja, wir folgen mal diesem Weg hier und hoffen das Beste, dass nicht wieder allzu viele Monster auf dem Weg unterwegs uns das Leben schwer machen. Der Hinweg war ja dann doch schon ein bisschen anstrengend, ne? Oh, guck mal hier, sind ein paar schwarze Snappers. Na, wenn wir schon mal da sind, ne? Oh, Kacke. Ja. Zu dem Thema. War die falsche Waffe ausgerüstet? Na, komm her. Haben wir gleich gut losgelegt. Oh, oh, oh. Ihr könnt euch alle herkommen. Ja, kommt, traut euch. Nein, 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 nein. Oh, je, yeah, oh, je. Yeah. Okay, we did that. Jetzt aber schnell was essen. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott, zum Glück habe ich zwischengespeichert. Mann, so schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen, ne? Ein paar Snapper umbringen, eigentlich gar kein Problem, aber tja, wenn man scheiße steht und der Schnellangriff kommt und dich packt, hast du verloren. Ach, ich liebe dieses Kampfsystem. Aber ich mag es immer noch mehr als das von Elex, also insofern, ich kann mich hiermit wenigstens arrangieren, ja? So, nochmal.
Diesmal rufen wir auch gleich die richtige Waffe aus und dann läuft das. Dann schaffen wir das. So, warte, ich komme diesmal auch nach oben zu euch, Moglis. Dann schauen wir mal, wer hier wen fertig macht, hä? Ja. Also, mal gucken, ihr kleinen Dödel. So sieht's nämlich aus. War es das oder kommt hier noch einer? Nee. Oh, da guckt ihr mal blöd. So, okay, wir haben die Snapper besiegt. Sie zittern wieder vor lauter Enttäuschung auf dem Boden herum. Da ist noch ein Steinkorb. Vielleicht ist ja einer dieser Schlüssel da drin. Nee, es ist nur ein Zauber, aber okay. Besser als nix. Besser als nix. Schwupp. Okay. So. Erstmal wieder zwischenspeichern. Und dann folgen wir mal weiter dem Weg. So, mal gucken. Er führt so einfach so mitten in die Wüste. Aber ich glaube, da vorne, das dürfte die Stadt sein. Ich drehe mich mal in die Richtung dieses grauen Gebildes und wir sehen, wir gucken nach Morasul. Also haut das hin. Wir folgen jetzt einfach nur dem Weg und dann werden wir das Städtchen auch erreichen. Ich bin da relativ zuversichtlich. Was ist denn das hier für ein Gebilde? Das sieht da auch interessant aus. Da kommen ein paar Dünen zueinander und schmusen. Dann sieht das halt so aus. Hoppala. Okay. Hier ist ein bisschen arg sandstürmig, ne? Oh je, nein, scheiße. Gleich drum rumlaufen. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Die gehen mir auf den Sack, die Typen. Da habe ich immer noch keine gute Methode gefunden, wie ich die am besten umbringe. Wahrscheinlich muss ich einfach wirklich den Doppelschwertkampf meistern. Und dann bin ich so schnell mit meinem Doppelschwertern, dass ich die instant weghauen kann. Das Problem ist halt, diesen komischen Hammerangriff kann ich nicht abwehren. Und auch meine schnellen Rechtsklick-Gespammerei hält die nicht davon ab, den zu machen. Und ja, ja, wenn der dann trifft, dann alter Schwede. Dann trifft er aber auch mal. Und deswegen momentan ist das eher so ein Gegnertyp, den man sich möglichst von der Pelle hält. Oder halt zum Beispiel hier so eine erhöhte Position einnimmt. Und dann schön entspannt von außen drauf hakt. Das geht dann auch noch, ne? So, das sieht doch schon ganz gut aus. Wir gehen aber gerade gucken, was das da ist, ob da jemand ist. Wahrscheinlich sind da ein paar Ogre oder so. Ich kenne ja mein Glück. Die uns dann sofort totprügeln, aber ne, hier sieht's ruhig aus. Hier sieht's ruhig aus. Hier gibt's noch ein bisschen Gemüse. Königsdiesel, oh, all einsammeln. All einsammeln, was geht. Da sind ja Leute. Oh, moin. Wüstenräuber, Wüstenräuber. Okay, und ihr scheint aber kein Problem mit mir zu haben, ja? Wüstenräuber und ich, wir sind Dicke, wir sind Kollegen, alles klar. Finde ich gut. Finde ich gut. Kommt wahrscheinlich noch irgendwas. Bringe die Wüstenräuber um oder so. Ich habe das Gefühl, diese Quest wird uns in Morasul erwarten. Aber dann wissen wir jetzt schon mal, wo sie sind. Okay. So, da ist Morasul. Jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt da rein, ne? Wir können... Ich gehe mal da lang, da sehe ich wenigstens Häuser. Da oben. Das sieht doch erstmal gut aus. So. Eben den Hügel noch erklimmen. Hallo, hallo. Sind das auch wieder Räuber oder seid ihr nette Leute? Kafu, hi. Du kommst zur rechten Zeit, Vater der Tüchtigkeit. Ich sage es nur ungern, aber meine eigenen Wachen haben mich ausgeraubt. Diese Hunde, sie sollen keine Tropfen Wasser mehr finden. Okay, du lässt dich von deinen eigenen Wachen beklauen? Das ist schon ein bisschen scheiße, ne? Du lässt dich von deinen eigenen Wachen beklauen? Wenn du etwas für mich tun willst, dann bring diese Burschen zur Strecke. Ich habe die Sache schon an den Kopfgeldjäger Bandaro weitergegeben. Doch seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Okay, du handelst mit Wasser? Du handelst mit Wasser? Es kann ein lukratives Geschäft sein, Herr der 1000 Abenteuer. Was gibt ein verdurstender Reisender nicht alles für einen kühlen Schluck aus meinem Brunnen? Wenn du willst, kann ich dir auch einen kühlen Schluck anbieten. Hm. Lass das mal. So, was haben dir die Wachen denn gestohlen? Was haben dir die Wachen gestohlen? Es waren mindestens 700 Goldstücke. Ich will sie wieder haben. Okay, ich bringe dir dein Gold zurück. Ich bringe dir dein Gold zurück. Das wäre nur zu gütig, Meister der Großzügigkeit. Okay, ich werde deine Wachen erledigen. Ich werde deine Wachen erledigen. Ich hoffe, dass sie bereits unter Innos unbarmherziger Sonne verdorrt sind. Ihre Körper sollen ver... Ja, ja, schon gut. Du musst sie finden, hörst du? Und wo? Kafas Wachen. Kafus Wachen. Mal gucken, wo sie sind, ne?
Irgendwo werden die ja wohl sein. Hast du hier sonst noch irgendwas? Kann ich dir noch was mopsen oder so? Was machst du hier drin? Nichts. Ich wollte mir nur schon mal ein bisschen Lohn vorweg abholen. Aber du hast ja nichts mehr. Du wurdest ja ausgeraubt. Okay, also seine Wachen werden wir suchen. Hier ist sonst weiter auch nichts, außer sein Brunnen, in dem er wahrscheinlich vielleicht über teures Geld ein bisschen Wasser an Verdurstende verkauft, bevor sie dann in die Stadt gehen. Nett. Gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal da lang. Ist hier jetzt irgendwo auch ein Eingang? Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, hier können wir rein. Da sitzt auch jemand. Das ist wahrscheinlich die... was ist denn da los heute? Das ist wahrscheinlich die Torwache. Die sagt sich aus... Oh, weißt du, chill mal ein bisschen. Assassine. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Ja, ist das denn... Ja gut, komm, ich will mich gar nicht beschweren. Bleib du mal da ruhig sitzen und trink dein Süppchen. Ne? Hauptsache, du passt auf, dass nicht jeder Hanswurst hier reinlatscht, so wie ich. Oh, passt das schon, ne? Moin, Leute. Hallo. Kämpfer, ja. Händler, okay. Und ein Assassine. Oh, ich hab so eine schöne Kiste da, die mich schon anlächelt. Wir haben die nächste große Stadt erreicht. Sklave. Wir kriegen beide noch Ärger. Ja, du musst dich mal ein bisschen entspannen. Ich genieße schon inzwischen einen relativen Sonderstatus, ja. Also, die Leute mögen mich. Noch ein Assassine, noch ein Sklave, noch ein Sklave. Er sieht aus, als hätte er einen Namen. Nein, er ist ein Händler. Zeig mir deine Ware. Oh, doch, zeig mal. Zeig mir deine Ware. Er hat leider keine Dietriche. Das ist bedauerlich, aber ich kann ihm mal ein bisschen Zeug verkaufen. Benötigtes Jagdgeschick. Da, das kannst du noch haben. Den brauche ich auch nicht mehr. 11 Assassinenschwerter. Ja, die kannst du, glaube ich, alle haben. Bis auf 2, die will ich behalten. Assassinenmesser. Da will ich auch 2 behalten. Guck mal, das ist... Das ist gut. Das ist ein gutes Assassinenschwert. Das nicht. Da kann ich eins davon weg. Die Messer kannst du beide haben. Die Ogerknüppel auch. So, was haben wir hier sonst noch? Die kann auch weg. Okay. Schilde? Ja, ne. Sieht nicht so gut aus. Sonst noch irgendwas Schönes. Hier mal ein ganzes Gemüse und so. Das behalte ich erstmal noch. Da kann man natürlich später auch mal ein bisschen losverkaufen. Aber aktuell behalte ich den ganzen Schmock einfach. So, hier die Schatulle kannst du noch haben. Haben wir sonst noch irgendeinen Schmock? Feuerschwanzzunge, das behalten wir erstmal. Boah, hier 149 Zähne. Gönn dir, ey. Ich behalte mal so 20. Ah, vielleicht auch 30. Man weiß ja nicht, vielleicht brauchen wir die für irgendwas zu craften. So, Goldausgleich und los geht's. Goldmäßig geht's uns ja langsam relativ gut, ne? Muss man ja sagen. Ja, wir stehen doch relativ gut da. Noch ein Assassine, noch ein Händler. Gibt's hier auch Leute? Von mir erfährt niemand etwas. Oder gibt's hier nur leere Höhlen? Ich muss ja auch mal mit irgendjemandem reden können, der mir mal einen Quest gibt oder so. Ist ja schon gemütlich hier bei euch, ne? Also so richtig schönes kleines Dörfchen. Noch ein Sklave, noch ein Sklave. Davon will ich nichts wissen. Ich will auch davon nichts wissen. Hier werden dann immer Sklaven verkauft, denke ich mal. Schön angebunden und verhökert. Ja, hier dieses junge Modell. 200 Schmeckels. Ja, eieiei. Dürfen wir nicht unterstützen, ne? Wir werden das auch alles noch auflösen. Also, die Rebellion wird noch kommen, ja? Aber erstmal gehen wir die Welt einmal ab und dann wird rebelliert. Kämpfer? Also, es gibt doch nicht. Hier muss doch auch irgendjemand sein. Guck mal hier, was ist das denn? Ein Seelenkelch. Soll ich den einfach... Nee, er guckt schon. Hallo, ich habe nur mal reingeguckt. Es ist gemütlich da drin, ne? Ich wollte jetzt nichts klauen oder so. So ist es nicht. Hamid! Ich habe Hamid gefunden. Okay, aber lohnt sich jetzt nicht mehr, weil die Folge ist gleich zu Ende. Wir schauen uns das noch kurz um und im nächsten Part werden wir dann mit Hamid schnacken. Also hier werden die Sklaven dann wohl abends eingesperrt, damit die nicht abhauen. Ist vernünftig. Hier haben wir Hamid, Sklave, Masil, Orknarok, auch ein guter Name. Orknarok und sein einer Sklave, vernünftig. Also hier können wir gleich erstmal ein paar Leute voll quatschen. Das ist schön. Hier wohnt da jemand drinne? Nope. Das sieht schon gemütlich aus. Das sieht schon gemütlich aus, ne? Die haben sich hier schon schön eingerichtet, muss man ja sagen. Und ihr seid, oh... Ist das eine Frau? Eine Frau? Eine Sklavin? Erstmal Pause machen. Geh jetzt besser. Erstmal Pause machen. Okay, es gibt also tatsächlich auch Frauen in dieser Welt. Unglaublich. Ich dachte, wir haben nur die eine gesehen, die mal getanzt hat. Und ich dachte, das war es auch schon.
Guti, so, ihr habt den Hahn kriegen gehört, ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen kurz an dieser Stelle hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch ein Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und schnacken erstmal hier mit den ganzen Leuten, ne? Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.